Von der Gegenwart in die Zukunft, die Menscher City. Ich bin auf der Suche nach der Ursache, warum die Menschen heute nicht mehr lachen. Das Datum hat keine Bedeutung, keine Uhrzeit. Und ich habe keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und deshalb frage ich dich: Ist es der Alltag, der die Mimik verändert hat? Die Freiheit, die uns geraubt wurde, oder einfach nur der Witz, den man nicht verstand? So verschwand das Lachen, ohne sich immer Sorgen zu machen. Ich sehe Gesichter, aber kann ich keines davon merken oder mich daran erinnern, weil alles so traurig aussieht. Im Augenblick nehme ich nur die grauen Gassen wahr, meine Schatten als einzigen Begleiter. An jeder Wand illegale Plakate und Werbung mit Witzen zum Aufheitern ohne Erfolg. Ich merke, wie uns die Angst verfolgt. Wenn wir nur darüber denken, nachdenken, einen Grinsen uns anmerken würden, würde uns das das Leben kosten. Sicherheitsposten in jeder Ecke aufgestellt und die volle Kontrolle in einer Welt, die ich nie haben wollte. Kein Lachen mehr, aber dafür jeder, der weint, wir trinken den eigenen Tränen. Bevor wir uns selbst das Leben nehmen, übernehmen wir wieder diesen Planeten, der für uns bestimmt wurde. Organisiere eine Untergrundbewegung, Codename Smiley. Nicht nur niemand kann uns aufhalten, wir haben's eilig. Arbeit mit keinen Waffen, unsere Stärke ist das Lachen, das wir verursachen. Ja, was ist denn mit dir los? Warum so humorlos? Das Lächeln ist so selten wie ein gewinnendes Brieflos. Ist es wirklich notwendig, dir eine Ladung nachher zu verpassen? Schneidest du dann deine Grimassen oder bleibst du geschlossen? Wie das Lachen in Sprechblasen. Nichts daran besonders, wenn ich im Smoke tanze. Wo die Liebe sein sollte, ist oft nur leere Winkelbörsen am Ende des Monats. Damals, was die Maschinen übernahmen, Magnetfelder eindrangen, ist dir das Lachen vergangen. Viele, die dem nicht gewachsen waren, zu lang, zu einsam waren, gingen zu Werke mit einem blanken Draht und zugrunde unter zu großer Spannung, abgestürzt im zwischenmenschlichen Abgrund. Wir, die Herrscher des Planeten, die evolutionärste Spezies, versagten kläglich bei der Vorbereitung der Zukunft all unserer Babys. Heutzutage stelle ich mich auch in Dunkelheit ein, wie das menschliche Auge, in das ich sehe, bevor ich mich anvertraue. Manchmal ist es besser, wenn man leiser tritt. Keiner will den Kaiserschnitt, aber manchmal ist er nötig, um alles rauszuholen, was drin ist. Mich lenkt was, das größer als du und ich ist. Es ist ein Traum von Männern und Frauen in Beziehung mit Vertrauen. Jedes Individuum eigenständig, unabhängig. Keine Geheimnisse, offene Tore, alle Komplexe frei zugänglich. Gegenseitige Achtung anstelle von ständiger Überwachung. Ja, was ist denn mit dir los? Warum so humorlos? Dein Lächeln ist so selten wie ein gewinnendes Brieflos. Ist es wirklich notwendig,